Die Freude ist groß. Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel sollen angeblich ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Ist sie oder ist sie nicht? Schlagerstar Helene Fischer, 37, hat sich bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um sich unter anderem mehr um ihr Privatleben kümmern zu können. Helene Fischer soll schwanger sein. Seit Ende Dezember 2018 ist Helene Fischer mit Thomas Seitel, 36, offiziell liiert. Das Paar liebt seine Privatsphäre, Informationen zur Familienplanung oder einer möglichen Hochzeit sind nicht bekannt, bis jetzt. Laut RTL-Angaben will ein Insider erfahren haben, dass Helene und Thomas ihr erstes gemeinsames Kind erwarten sollen. Gegenüber Bild verrät eine Vertraute von Fischer und Seitel ebenfalls, die ganze Familie ist außer sich vor Freude. Dieses Baby ist ein absolutes Wunschkind. Für Helene und Thomas ist es die Krönung ihrer großen Liebe. Beide sehnen sich schon lange nach einer eigenen Familie. Auf Nachfrage von gala.de hat sich das Management der Sängerin noch nicht zu den tollen Nachrichten geäußert. Die offizielle Bestätigung der Schwangerschaft der Sängerin wäre allerdings eine wunderschöne Neuigkeit. Fans freuen sich über neue Musik, obwohl keine News die der Schwangerschaft toppen kann, können sich Fans auch über weitere gute Nachrichten freuen. Seit dem 6. August 2021 veröffentlicht Helene Fischer nach und nach neue Singles. Die künstlerische Pause hat der Sängerin gut getan, denn am 15. Oktober 2021 erscheint ihr neues Album Rausch.